Sag mal, ich kenne mich ja mit Grill ja gar nicht aus. Wie kriegt man das Ding dann an? Aber wie das gerade mal zeigt, ist ganz einfach. Einfach nur drücken, drehen und schon ist die Flamme da. Heißt in diesem Falle, ich habe wirklich keine Ahnung von Grillen, aber das soll kein Problem sein. Hier gibt es zwei Top-Grillmeister, die zeigen mir, wie es richtig funktioniert. Bei Grillfürst wird heute die Saison eröffnet. Das heißt, hier wird von den Grillmeistern diverse Gerichte präsentiert, gegrillt und natürlich ausprobiert. Auch von mir nochmal ein herzliches Willkommen in unserem ehemaligen Laden. Das war früher mal unser erster Laden in Hamburg. Mittlerweile haben wir den verlassen zu einer anderen Location und machen hier noch Events und Veranstaltungen. Herzlich willkommen im Namen von Grillfürst und im Namen von Autochef, im Namen von Carsten. Wir freuen uns ganz herzlich, dass Sie heute hier sind. Joachim und ich haben jetzt mal an so einem fantastischen Outdoor-Chef-Grill Platz genommen nicht, aber wir haben uns mal dahingestellt. Die erste Frage ist ganz schön heiß hier. Wie geht's dir? Ja, perfekt, schöner Abend, gutes Essen, tolle Gäste. Jetzt musst du mal erzählen, was sind die Tipps und Trends? Was sind deine, deine Tipps für das Grill, für die Grillsaison 2024? Eigentlich die gleichen Tipps wie für die Grillsaison davor und die davor und die davor. Grillen wird vielseitig. Also was du früher, wenn du früher gegrillt hast, gab es Steaks, Würstchen, Nackensteaks meistens. Und heute hast du komplette Menüs, die auf dem Grill gemacht werden. Du hast Vorspeisen, du hast Fisch, wir haben gerade Jakobsmuscheln gesehen. Du hast gute, große Steaks, du hast Nachtisch, du hast Kuchen, du backst da drauf, du machst vegan, vegetarisch. Grillen ist vielseitig und das ist der Megatrend. So, und hier unter diesem Outdoor-Chef, hier sieht man schon Schlauch. Ja, hier wird nämlich fleißig geräuchert, so wie ich es mitbekommen habe. Da haben wir in der Tat Tomahawk-Steaks gesmoked und gegart. Wir gucken uns die Schätzchen mal an. Gerne. Ne? Der Rauch ist jetzt aus. Die sind jetzt hier, werden ganz langsam auf 55, 56 Grad gezogen und sind mit dem Raucharoma versehen worden. Das ist ein Genuss, du wirst ihn gleich erleben. Wenn man sich jetzt sowas zulegt, ist das auch so ein perfekter Grill, den man sich auch überall hinstellen kann, weil der ist ja vielseitig. Ja, also was wir hier sehen, das ist die kompakteste Outdoor-Küche der Welt. Du hast letztendlich ein Grillsystem, indirekt, drauflegen, Gelinggarantie. Du siehst das hier unten drunter, diese heiße Zone, diese Infrarotzone mit 900 Grad, ein Seitenkocher und in dem Fall haben wir jetzt hier diese große Plancher drüber gesteckt. Das heißt, du hast ganz viele verschiedene Grillsysteme, die du beliebig kombinieren kannst. Und das ist halt auch für das Thema Vielseitigkeit wichtig. Dann würde ich sagen, auf die Grill, los. So machen wir das. Guten Appetit. Dankeschön. Wie haben wir den Lachs jetzt hier zubereitet? Einfach auf der Kugel. Indirekte Hitze, 120 Grad, aufgespießt, bisschen gewürzt vorher, hier drauf gespießt, dann indirekt in die Zone gelegt, dann ein bisschen Smoke von unserem Smoke-Kaltrauchgenerator dazu gemacht und dann ungefähr, ich sag mal, 15 Minuten bei 120, 130 Grad garen lassen. Das war's eigentlich schon. Dann nachher runtergezogen, fertig, ein bisschen Gewürz dazu, Hollandaise dazu und Spargel. So muss es sein. Wir haben, das sehen wir da drüben, die kompakteste Outdoor-Küche der Welt. Diese kompakteste Outdoor-Küche der Welt, die kann auch kochen, die kann backen und die besteht aus drei Zonen. Das Ding sieht ja ultimativ aus, fehlt nur noch, dass das Ding fliegt, habe ich das Gefühl. Ja, da sagen einige dazu, weil mit den Möglichkeiten, die man hat, ja, hier richtig Grillzone, hier eine Cooking-Zone, mit der man, man kann einfach einen Wok drauf machen und hier so eine Zone mit Hochtemperatur, 800 Grad. Da könnte man fast vermuten, das Ding kann bald fliegen. Wir arbeiten dran. Ja. Also das ist der Lugano. Ich habe ja schon gesagt, die haben auch coole Namen. Ja? Der Lugano, ist das so der neue Trend? Weißt du, früher, als ich noch Lütt war, da hatten wir mal so einen Grill, so einen Rundgrill, so einen Kugelgrill. Die haben einen Kugelgrill, genau. Ne? Ja, und, ja, aber das in Mini. Ja, aber das war's dann auch. Richtig. Wir hatten nicht so viel Shishi drumherum. Ja, der Trend geht raus, dass man jetzt draußen das ganze Jahr grillt. Und nicht nur grillt, sondern auch kocht, backt, ob das vegan ist, ob das vegetarisch ist, ganz egal. Das ist im Grunde heute mittlerweile eine richtige, so nennen wir es auch, eine richtige Outdoor-Küche. Und wir haben die kompakteste der Welt. Man muss nicht extra eine Outdoor-Küche einbauen oder riesen Platz haben, die kann man wegrollen, die kann man im Winter auch woanders hinstellen. Wobei viele, die eine offene Küche haben, die wollen nicht mehr, dass es drin nach Fisch riecht, dass es nach Zwiebeln riecht.
die grillen das ganze Jahr. Die gehen raus, machen mit ihrem Wok das Gemüse abends, alleine, zu zweit, mit Freunden, ganz egal, und nutzen das einfach als Freude. Wir sagen immer, wenn man in der Küche kochen muss, ist es ja so, naja, ich muss jetzt halt Abend was kochen. Das ist eine Freude, ich darf jetzt was kochen, und das nutzen immer mehr, ständig, täglich, wöchentlich. Letzte Frage, kann ich damit wirklich im Winter draußen, wenn es schneit, und das ist ja im norddeutschen Raum ja möglich, grillen? Ja, sehr gute Frage. Wir haben extra, das ist in der Schweiz entwickelt, Technologien reingebracht, wenn zum Beispiel Wind ist, dass die Flamme nicht ausgeht. Das passiert bei vielen Grills, das kann hier nicht passieren. Ja, ich kann diese Kugel zumachen, ich kann in der Kugel arbeiten. Wenn ich richtige Jacke anhabe, kann ich das machen, voll nutzen. Gibt es denn dazu auch eine Jacke? Du bietest Kast, können wir haben. Haben wir. Aber liefern wir aktuell noch nicht mit aus, aber vielleicht eine Idee für die Zukunft. Ihr wollt wissen, wie man Jakobsmuscheln vom Grill macht? Easy going, schaut sie euch an. Jakobsmuscheln, einfach nur ganz kurz im Vorfeld ein bisschen marinieren, ein bisschen Öl dazu, eins von unseren schönen neuen Gewürzen dazu. Wir haben jetzt eins mit Zitronengas genommen, passt super dazu. Einfach kurz marinieren, dann hohe Temperatur auf der Plansche von beiden Seiten angrillen und dann warten, bis die eine Kerntemperatur, sagen wir, von ca. 55 Grad erreicht ist. Quasi Sushi-Qualität, die könnten wir auch roh essen. Dementsprechend kann man sie auch nur einfach kurz anraten mit ein bisschen Röstaromen und dann ein bisschen Teriyaki-Soße oder Sojasoße anrichten, ein paar Algen darüber, fertig. Nach einer langen Wartezeit, du hast uns vorhin 45 Minuten versprochen und ich habe das Gefühl, es war eine Ewigkeit. Wir haben so viel noch zwischendurch geschickt, weißt du? Da kamen noch so viele Gänge. Wir mussten so ein bisschen timen, hast du recht. Aber du kannst es ja wunderbar beeinflussen, indem du den Grill einfach nach unten stellst. Mit niedriger Temperatur kannst du auch, guck mal hier, rosa durch und durch. Siehst du das? Also das heißt, es ist nicht grau, es ist nicht durch, es ist schön medium. Und weißt du, wie lange wir das drauf hatten, ne? Das stimmt. Und ja, es ist nicht durch, also gebe ich dir recht. Genau. Das ist das ultimative Finale am heutigen Abend. Ich werde es genießen und Ralf wird euch mal erzählen, was das genau ist. Schaut mal, das war der Knochen von einem super Porterhaus. Und das haben wir daraus gemacht. Und zwar ein kleines, aber feines Gericht. Wir haben das Porterhaus, was einen Filetanteil und einen Roastbeef-Anteil hat, erstmal indirekt auf Kerntemperatur gebracht, haben da richtig schön mit dem Smoke-Kaltrauchgenerator Rauch dran gegeben, deswegen halt diese tolle Farbe, und haben es dann einfach nur gefinisht mit einer hohen Temperatur, schöne Röstaromen draufgebracht, und jetzt heißt es genießen, reinbeißen, Augen zu und einfach eine schöne Zeit haben. Und ihr könnt das genauso nachmachen. Schön, dass ihr bei uns wart. Ich sage vielen Dank und ich sage zurück ans Studio. Bis bald.